Viel Glück für die Zukunft, das kann man als junger Mensch, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat, immer gebrauchen. Den Glückwünschen schloss sich die Industrie- und Handelskammer Magdeburg an und rief die besten ehemaligen Auszubildenden des vergangenen Jahres zusammen, um sie gebührend zu würdigen. Am 29. Oktober fand die große Ehrung im feierlichen Rahmen der altehrwürdigen Johanniskirche statt. Die 43 Besten von knapp 3600 Lehrlingen aus dem Kammerbezirk Magdeburg waren teilweise mit Familie und Freunden angereist und wurden vom IHK-Vizepräsident Dr. Jürgen Ude begrüßt. Sie sind die besten Absolventen der IHK Magdeburg. Das heißt, Sie sind die besten von 3651 jungen Menschen aus Magdeburg, dem Salzland und dem Bördekreis, der Altmark, dem Jurischer Land und dem Harz, die in diesem Jahr die Prüfung abgelegt haben. Das ist wirklich eine reife Leistung, zu der ich Ihnen von ganzem Herzen gratuliere. Die Staatssekretärin für Arbeit, Soziales und Integration, Susi Möbeck, war in Vertretung von Ministerin Petra Grimm-Benne gekommen, um die Leistung nicht nur der Absolventen zu ehren. Sie verdienen Anerkennung für diese Leistungen, die Sie erbracht haben. Anerkennung verdienen auch Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder, die engagiert mit Ihnen gearbeitet haben. Anerkennung verdienen Ihre Eltern, Ihre Angehörigen und Freunde, die Sie motiviert haben, die Sie gerade in auch den Prüfungsphasen unterstützt haben. Dazu sind wir heute hier. Dann schritten Dr. Ude und Frau Möbeck, begleitet vom Musikerduo Maximilian und Alexander Blume, zur Tat und riefen die 14 besten Absolventinnen und die 29 besten Absolventen auf die Bühne. Als Präsent gab es für Sie nicht nur eine Urkunde und einen Ballon in Weiß oder IHK-Blau. Sie haben die Möglichkeit, sich in den nächsten 3 Jahren durch die IHK Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung im Wert von bis zu 6.000 Euro fördern zu lassen. Einer der Absolventen, bei deren Abschlussnote eine 1 vor dem Komma steht, ist Adrian Weber. Er wurde bei der Börde Container Fieder GmbH in Haldensleben zum Binnenschiffer ausgebildet und schaffte 92,4% richtige Antworten bei seiner Prüfung. Dass er trotz seiner arbeitsintensiven Praxiszeit auf den Schiffen seines Ausbildungsunternehmens das schaffen konnte, verdankt er gleich mehreren Faktoren. Interesse am Beruf, Interesse an der ganzen Technik, an der ganzen Sache. Sehr, sehr gute Kollegen im Hintergrund, die einem den Rücken gestärkt haben und auch so über den Tellerrand hinaus Wissen vermittelt haben. Ein sehr, sehr starkes Unternehmen im Nacken, was einen gepusht hat und auch sämtliche Möglichkeiten halt geboten hat, um dann weiterzukommen. Und auch die Verkürzung der Ausbildung halt gewährleistet und erlaubt hat. Geehrt wurden an diesem Tag nicht nur die besten Absolventen, sondern auch Ausbildungsbetriebe, die sich besonders hervorgetan haben. Sie werden mit dem Bildungspreis für besonders innovative oder gemeinnützige Ideen rund um die Ausbildung geehrt. 7 Unternehmen konnten sich über den Preis freuen. Die eingereichten Ideen waren dabei durchaus unterschiedlich. Also insbesondere im Gedächtnis geblieben ist mir eigentlich die Zuckerfabrik Klein Wandsleben, Nordzucker, weil sie mit dem Projekt, was sie schon vor Jahren begonnen haben, aber jetzt doch in so einer Stufe sind, dass es auch wirklich hier in so einer Auszeichnungsveranstaltung würdigen können, dieses gesamte Modell der Fabrik, die technologischen Prozesse als kleines Modell abgebildet haben und die Jugendlichen dort zum einen lernen, natürlich die Fähigkeiten, die zu ihrem Beruf gehören, anzuwenden. Das sind hauptsächlich gewerbliche Berufe, aber auch das Ineinandergreifen, zum Beispiel des mechanischen Bereichs mit dem elektronischen Bereich, lernen und auch wissen, was hängt an meiner Arbeit auch für andere später dran. Wenn ich was falsch mache, welche Konsequenzen hat das oder was muss ich auch voraussetzen, was der andere gemacht hat. Seit 2012 arbeiten die jeweiligen Ausbildungsjahrgänge von Nordzucker an der Modellfabrik. 9 Quadratmeter ist sie mittlerweile groß. Durch die Arbeit an ihr haben die Azubis einen viel größeren Praxisbezug und die Chance auf neue Erfolgserlebnisse. Und wenn Sie jetzt aber schon sehen, ihr baut einen Betriebsabschnitt, der in eine riesige Modellfabrik reinpasst, alles funktioniert, Sie müssen sich schlau machen. Sie wissen genau, die ersten Teile, die ich fertige, die werden in dem Modul verbaut, die können Sie in der Öffentlichkeit zeigen, sie müssen da funktionieren, sie sind ein Teil vom Ganzen. Das ist das Besondere, Sie kriegen erstmal das Lächeln in den Augen dabei, ich baue da was und es wird benötigt.
Und es ist nicht diese monotone Arbeit. Ich stehe am Schraubstock, klar, das gehört parallel dazu. Aber Sie wissen gleich, okay, wofür mache ich das und warum mache ich das? Jetzt noch schnell das Gruppenfoto mit den Bildungspreisträgern, dann geht es schon mit der nächsten Veranstaltung weiter. Direkt im Anschluss wurden nach den Bildungspreisträgern und den besten Absolventen auch langjährige Prüfer und Schlichter für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Nach einigen einleitenden Worten von Dr. Jürgen Ude ging das Wort an die Staatssekretärin im Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, Frau Edwina Koch-Kupfer. Und wissen Sie, was mich immer erstaunt bei der dualen Ausbildung? Das hohe Maß an Vergleichbarkeit und natürlich Qualität. Das finde ich immer außerordentlich beeindruckend. Dass Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Engagement erfüllen, zusätzlich zu Ihrer Unterrichtsverpflichtung, verdient die größte Anerkennung. Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer und Schlichter ist herausfordernder geworden. Immer wieder geht es darum, sich großen organisatorischen und fachlichen Veränderungen erfolgreich zu stellen. 107 Prüferinnen und Prüfer wurden geehrt. Viele von ihnen sind seit 20 Jahren in ihrer Funktion tätig, manche sogar seit 25. Einer der Dienstältesten ist Christian Ulrich. Er ist als Prüfer für den Beruf der Köche zuständig und verrät, was ihn über so lange Zeit motiviert hat, junge Menschen auf den Weg ins Berufsleben zu begleiten. Na, weil ich selbst den Beruf liebe, selber auch gerne noch koche und versuchen möchte, jungen Menschen den Weg in die Zukunft zu ebnen, dass sie irgendwann auch mit dem Kochen ihre Brötchen verdienen. Während sich in der Johanneskirche noch alle für das abschließende Gruppenfoto aufstellen, geht der Ausbildungsalltag für die aktuellen Lehrlinge und Prüfer weiter. Vielleicht sieht man einige von ihnen ja dann im nächsten Jahr hier auf der großen Bühne stehen.